und danke fürs Teilnehmen heute an meiner Session hier am Deutschland Powerdown 2022 beim ersten und einzig vollständig klimaneutralen Dynamics Community Event. Solltet ihr twittern wollen, solltet ihr irgendwas auf LinkedIn teilen wollen, wir verwendet natürlich gern den Hashtag Deutschland Powerdown 2022. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich darin markiert. Dann weiß ich auch, wo ich liken soll und so weiter und so fort. Ein kleiner Disclaimer vorweg für meine Session. Die Session wird aufgezeichnet. Daher meine Bitte, wenn du nicht auf der Aufzeichnung sein möchtest, wenn du nicht auf der Aufzeichnung sein möchtest, einfach deine Kamera deaktivieren und dein Mikrofon auf Stumm schalten, dann sollte das kein Problem sein. Tollerweise, dadurch, dass es aufgezeichnet wird, wird sie aber im Nachgang dann auf YouTube zur Verfügung gestellt. Das heißt, wolltet ihr vielleicht nochmal nachschauen, was ich gesagt habe, was ich euch heute so erzähle oder zeige, dann könnt ihr das natürlich tun. Ein Wort zu den Sponsoren natürlich. So ein Event, so ein tolles Community-Event, wie es heute ist, ist natürlich auch nicht ohne die Sponsoren möglich. Mittlerweile glaube ich auch, dass sie dazu beigetragen haben, 130 Tonnen CO2 zu kompensieren. Wenn ihr, daher meine Bitte, wenn ihr nach der Session Zeit und Lust habt, schaut euch mal durch, wer die verschiedenen Sponsoren sind, was die so machen und wo die euch vielleicht in eurem täglichen Arbeiten auch weiterhelfen können. Dann eigentlich gleich direkt zu mir. Mein Name ist Maximilian Müller und wie man wahrscheinlich am Dialekt schon erkennen kann, ich komme aus Österreich. Ich bin Technical Project Lead bei der Solvion in Graz. Und meine Kontaktdaten seht ihr natürlich auf den Folien, LinkedIn, gerne auf Twitter oder per E-Mail. Mich einfach kontaktieren, mir folgen oder beziehungsweise einfach in Kontakt treten. Ich freue mich über jeden Kontakt. Was mache ich hauptsächlich? Ich arbeite mit Microsoft 365 Technologien. Klar sozusagen. Und dort mit einem sehr starken Augenmerk auf die Power-Plattform, alles, was um die Power-Plattform sich dreht und immer stärker auch mit Dynamics. Ich habe auch einen kleinen Blog, wenn ihr dort einmal einen Besuch besuchen wollt, da findet ihr auch zu der heutigen Session sozusagen einen Blogbeitrag, den ihr folgen könnt und das Ganze, was wir heute auch in der Demo dann durchmachen, selber nochmal durcharbeiten könnt. Was werde ich euch heute vorstellen? Der klingende Titel Power Platform Canvas Apps und Microsoft Clarity. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein Use Case sozusagen, beziehungsweise das ist eine Verbindung, die uns die Möglichkeit gibt oder die mir die Möglichkeit heute gibt, sozusagen euch Power Platform Component Framework etwas näher zu bringen und euch zu zeigen, wie man sozusagen diese beiden Technologien komponiert und welchen Use Case wir damit abdecken. Ja, gut. Wie werde ich heute vorgehen? Eben wie schon angesprochen, wir werden uns zuerst einmal ganz kurz den Use Case anschauen, den wir haben in der Power Plattform für sozusagen Tracking Tools und was es für einen Vorteil bringen kann, wenn wir diese einsetzen und welches Dilemma wir haben, wenn wir eigentlich keine einsetzen. Dann werden wir uns natürlich anschauen, welche Technologien gibt es dafür. Schon ein bisschen vorweggenommen. Also wir haben die Tracking Tools auf der einen Seite, aber wir müssen sie auch irgendwo implementieren. Und da wird uns heute das PCF bzw. das Power Platform Component Framework helfen, diese Dinge zu implementieren. Dann natürlich etwas eingehend auf die Component Framework, also ein kleines Overview, was das ist, was es damit auf sich hat. Diana hat heute einen super Vortrag zu dem Thema gehabt, der ist auch aufgezeichnet worden. Ich war selber drinnen und Diana ist ja sowieso ein Guru sozusagen zu diesem Thema. Also schaut euch auch diesen Beitrag an, der ist super ergänzend. Die gibt euch einen ganzen guten Einblick in Power Platform Component Framework und Code Components und wie man die zum Einsatz bringen kann und was es da für Beispiele gibt. Ja, und wie gesagt, das Ganze schließe ich dann ab mit einer Demo. In der Demo werde ich euch genauer zeigen, wie ich da durchgehe, was ich da erstelle, wie ich das mache. Ja, und wie manche schon befürchten, glaube ich,
Wir werden heute im Visual Studio Code einmal abspringen und auch ein bisschen was im Terminal machen. Aber keine Furcht, ich bin auch kein Entwickler und auch ich habe das zusammengebracht zu erstellen. Und ihr werdet sehen, es ist recht einfach und recht schnell erledigt. Gut, aber um euch ja ganz kurz und ein bisschen mit einem Augenzwinkern in den Bann zu ziehen, wie es auch immer wieder die Kolleginnen und Kollegen von der Microsoft machen, so diesen Imagine oder stell dir vor, ein kleines Luftschloss einfach gemeinsam mit euch zu bauen. Stellt euch einmal vor, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Low-Code, No-Code-Apps mit Hilfe von konventionellen Code zu erweitern. Das heißt, wir würden damit ja nämlich recht viele Anwendungsszenarien, Features und Möglichkeiten freischalten, die unsere Apps effektiver, besser oder vielleicht auch erst überhaupt den Use Case möglich machen. Ein solches Feature oder ein solcher Use Case wäre ja zu wissen, genau was in unserer App passiert, wenn der User sie benutzt. Also stellen wir uns einfach mal vor, der User, wir kennen die User-Daten, wir wissen, von wo aus der User zugreift, wie oft er die teilweise zugreift, aber wir wissen natürlich nicht, wie er mit der App selber umgeht. Also Beispiele, wie man das vorher natürlich abfangen kann, ist das Center of Excellence. Wir haben aber auch schon über die Power Platform Administrationsseite einige Features, die uns diese Informationen liefern. Aber das Problem bleibt weiterhin bestehen. Wir wissen nicht, wie der User in unserer App agiert. Aber jede App oder beziehungsweise im Zentrum in jeder App sollte beziehungsweise steht ja immer unsere Benutzerinnen und Benutzer. Das heißt, wir wollen ja auch wissen, wohin unsere Benutzerinnen und Benutzer klicken, wohin sie nicht klicken zum Beispiel. Was passiert, wenn sie Suchleisten verwenden? Tippen sie die korrekten Werte ein, die wir uns als Entwickler gedacht haben? Was führt zum Beispiel zu kleinen Wutausbrüchen bei den Usern? Also man sieht es dann ganz gut. Werden wir dann auch noch mal ganz kurz anschauen in Clarity. Oder was klicken sie und ist überhaupt gar nicht aktiv verwendbar von unserer Seite aus, sondern nur ein anzeigendes Element. Und wie bekommen wir solche Daten? Als Bauer-Apps-Entwicklerin und Entwickler steht man immer vor der Herausforderung, die App ebenso userfreundlich und zugänglich zu machen, dass es die gesamte Zielgruppe der App gleichermaßen gut nutzen kann. Idealerweise ist die Nutzung einer App ohne große Einlern- und Schulungsphasen möglich. Das heißt, man kennt das aber trotzdem, sehr viele Apps, die Prozesse abbilden, werden mit irgendwelchen Guides geliefert, beziehungsweise User müssen, bevor sie die App dann benutzen, zum Beispiel irgendein kleines Video-Tutorial durchklicken. Und da werden nicht nur natürlich Prozessabläufe abgeklärt, sondern natürlich auch, wo er hinklicken muss. Ich bin der Meinung, als Entwicklerin und ein Entwickler einer App, auch wenn man den Citizen Developer Ansatz pflegt, hat man gewisse Vorstellungen, wo man Steuerelemente und so weiter und so fort platziert, also wie die Reihenfolge von Klicks sein soll. Das kommt vielleicht daher, da wir bereits andere Apps gesehen haben, andere Apps entwickelt haben, aber ist das immer der richtige Weg für den User? Also es ist immer der Weg, der beim User auch so ankommt, wie wir uns das gedacht haben. Sucht der User zum Beispiel auch die Begriffe, die wir eigentlich in unseren Filtern in der Suchleiste in einer Canvas-App eingebunden haben? Oder klickt er irgendwo ganz anders und sucht herum nach Buttons oder nach Feldern, die wir eigentlich gar nicht so vorgesehen haben? Das sind alles so Fragen, die natürlich mitkommen und die meiner Meinung nach auch eine gewisse Form von Glücksspiel sind. Glücksspiel aus dem Grund, weil in unseren Apps werden Elemente dort platziert, wo wir denken, sie sind gut aufgehoben. Natürlich, vieles lässt sich nicht anders abbilden, aber bei den ganzen Designansätzen, die wir pflegen mit Canvas Apps und dass wir auch haben, diese Möglichkeiten, ist es natürlich eine Frage, ist das ideal gewählt oder ist der Klickansatz vielleicht, den der User tätigen muss, um einen Prozess anzustoßen, zu viel?
Wenn man sich überlegt, dass die Apps, die wir entwickeln und die wir im Einsatz haben, immer damit zusammenhängen, wie gut sie genutzt werden und wie gut sie aufgenommen werden von den Usern, hängt immer natürlich mit der User-Adaption zusammen. Dahingehend heißt es auch immer, die User, die Ausführung, oder es ist immer die Frage für den User, ob die Ausführung der dahinterliegenden Prozesse vereinfacht werden, ob er schneller an das gewünschte Ziel kommt oder ob er zum Beispiel einzelne Schritte komplett abgenommen werden. Sei es jetzt so, wir lösen mit unseren Apps digitale Prozesse ab oder bereits oder noch bestehende analoge Prozesse. Aber wir wollen, unser ultimatives Ziel bei der App-Gestaltung ist natürlich, die App immer so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Jetzt können wir auf eines zurückgreifen, wenn wir so eine App entwickelt haben und wenn der User sie in der Anwendung hat, nämlich das User Feedback. User Feedback hat aber zwei Probleme meiner Meinung nach. Auf der einen Seite ist User Feedback immer von einer Person oder einer Personengruppe. Auf der anderen Seite kann so ein User Feedback natürlich subjektiv stark gefärbt sein. Denken wir einfach dran, unser User hat einen schlechten Tag, es ist vielleicht Ende der Woche, Freitag, und er möchte eigentlich nur mal schnell irgendeinen Prozess durchklicken, den er in der App hat. Dann funktioniert das nicht so und die Buttons funktionieren nicht so schnell oder die Buttons funktionieren nicht so, wie er sich das denkt. Also gibt er uns über Ticket, über E-Mail oder sonstige Möglichkeiten Feedback zu dem Ganzen. Und jetzt ist es natürlich mir als Entwickler, der das Feedback ungefiltert bekommt, gegebenenfalls, kann ich nicht einschätzen, wie gut, wie wichtig ist das und soll ich es zum Beispiel in die nächste Version meiner App einfließen lassen. Um eben dem Ganzen eine gewisse Datengrundlage zu geben, gibt es ja schon in anderen Web-Technologien schon seit langer Zeit Tracking-Tools, die zum Einsatz kommen. Mit Hilfe dieser Tracking-Tools werden Userverhalten natürlich analysiert und Zeiten verbessert. Natürlich auf der einen Seite, wenn man Tracking-Tools betrachtet, immer in Bezug auf, wo platziere ich vielleicht auf einer Seite Werbung, um in Webshops gegebenenfalls Umsätze zu steigern. Aber auch, und das ist der Knackpunkt, wo wir uns hineinsetzen sollten, um Funktionen von Seiten oder von anderen Web-Technologien zu verbessern und userfreundlicher zu gestalten. Zu den bekanntesten Vertretern von Tracking-Tools zählen natürlich Google Analytics, aber auch Open-Source-Software wie Matomo, ehemals Bibic. Und ein Service, den ich heute verwende und den ich heute auch demonstrieren werde, der Microsoft Clarity. Microsoft Clarity ist eben so ein klassisches Tracking-Tool von der Microsoft selbst und hat einen großen Vorteil, denn out of the box kommt Microsoft Clarity mit Session Recording daher. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das, was der User auf meiner Web-Technologie, ich lasse das einmal sehr allgemein, tut, kann ich aufzeichnen und im Nachgang nachsehen und analysieren. Jetzt wäre es doch total super, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir das Ganze auch für Canvas-Apps zum Beispiel oder auch, wenn man so möchte, für Model-Driven-Apps verwendet. Das heißt, ich hätte gern die Möglichkeit, in das Ganze hineinzusehen, wie meine User diese Apps nutzen, egal auf welchem Device und so weiter und so fort. Dafür habe ich mal ganz kurz was vorbereitet und greife auch schon mal vor. So. Nämlich, wir springen jetzt ganz kurz ab auf Microsoft Clarity Startseite. Auf dem Service werden wir sofort erkennen, Microsoft sagt auch selber, der Service soll immer frei sein, also gratis bleiben. Und bisher ist es auch so der Fall. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Jeder, der möchte, kann sich hier einen Account anlegen und sich verschiedene Projekte anlegen. Wie schon erwähnt oder wie gesagt eben, jedes dieser Tracking-Bereiche, den ich einrichte, ist ein sogenanntes Projekt. Springen wir mal auf meine Projekte hier jetzt ab. Ihr seht hier, ich habe für den heutigen Tag ein eigenes Projekt angelegt, aber auch für andere Webanwendungen, wo ich
Clarity getestet habe oder im Einsatz habe, habe ich hier eigene Projekte angelegt. Und wir steigen heute gleich einmal in das Deutschland Powered on 2022 Projekt ab. Und ihr werdet sofort sehen, dass hier gewisse Metriken daherkommen. Das sind meine Testdaten, die ich so über die letzten Tage erstellt habe, dass hier unterschiedliche Metriken zu sehen sind zur Verwendung einer Web-Applikation, sage ich mal sehr allgemein. Wir haben hier ein paar ganz allgemeine Daten, die wir sehen, wie Devices, wie Operating Systems, Browser. Und ihr, wenn ihr genau schaut, werdet ihr sofort erkennen, wir haben bei Operating System zwei unterschiedliche User hier. Einmal einen Windows-User, also einen Windows-Rechner, der darauf zugegriffen hat, und einen iOS-Zugriff. Was zusätzlich noch dazu kommt, das sind zum Beispiel Metriken, die ich ja auch über das Center of Excellence abrufen könnte. Ja. Was ich mir aber auch zusätzlich hier zur Verfügung habe, sind wirklich Metriken, die aus der Benutzung der App oder der Webtechnologie herauskommen. Das heißt, hier sehe ich sofort zum Beispiel einen Überblick über Dead-Clicks. Dead-Clicks oder Tote-Clicks sind einfach Klicks, die der User ausführt in meinen Apps, die überhaupt keine Aktion mit sich führen. Auf der anderen Seite, wir haben hier Rage-Clicks. Rage-Clicks ist wiederum die andere Sache. Der User klickt auf etwas so häufig, wo man merkt, er ist frustriert, er möchte, dass irgendwas passiert. Ja? Und der klassische Rage-Click passiert aus dem Grund, weil er sich denkt, ja, jetzt ladet ja was im Hintergrund. Und aber es passiert nichts. Ja? Und das sind eben diese zwei Metriken, die ich hier schon auf dem Dashboard von Microsoft Clarity herausbekomme, die interessant sind und die vielleicht auch, die ich entgegenwirken kann in meiner App, um die App eben benutzerfreundlicher zu machen. Aber schauen wir uns einmal zwei Recordings an, die ich vorbereitet habe. So meinen Favorites. Und da habe ich heute im Vergleich zwei unterschiedliche Recordings, die ich euch zeigen möchte. Einmal haben wir ein iOS-Recording und einmal ein Windows-Recording von einem wirklichen Standcomputer. Aber steigen wir einfach mal in das iOS-Recording ein. Hier sehen wir, und das läuft auch schon gleich unten los, ja, das Benutzen einer Power-Plattform Canvas-App mit iOS. Wir sehen hier grundsätzlich die gleiche Darstellung, wie es der User auch sieht. Ja. Und wir sehen auch, dass gewisse Elemente nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten, beziehungsweise wie ich mir vielleicht als Entwickler gedacht habe, dass sie anders aussehen, wenn das Ganze auf einem iOS-Gerät verwendet wird. Klassisches Beispiel, hier sehen wir ein Eurozeichen und dann keinen wirklichen Wert. Und auch wenn wir nochmal das Element selber aufrufen, sehen wir hier Price Zero, also keinen Preis und so weiter und so fort. Und ihr seht hier, jeder dieser Markierungen ist irgendeine Aktion, die der User während der Benutzung der App ausgeführt hat. Springen wir etwas in dem Recording und schauen wir, was er hier gemacht hat, weil hier scheint der User sehr häufig geklickt zu haben. Und ich sehe schon diese Tappings, die er da ausführt oder Klicks auf seinem iOS-Device, da klickt er das Bild an. Also kann ich jetzt Rückschlüsse ziehen in der Analyse und sagen, okay, was möchte er eigentlich machen? Was möchte er, warum klickt er so häufig auf das Bild? Möchte er es vergrößern? Möchte er vielleicht eine Gallery haben, wo er von diesem Fußbodenbelag in dem Fall andere Bilder auch noch sieht? Und so weiter und so fort. Springen wir zum gleichen Vorkommnis und da macht er dasselbe auch wieder über das Bild und ich würde jetzt das Ganze als Rage-Click bezeichnen, die hier passieren. Im Vergleich dazu kann ich natürlich andere Sessions herziehen, die mein Tracking-Code genauso aufgezeichnet hat, zum Beispiel hier von einem Windows-Rechner. Und auch hier habe ich wieder so klassische Bereiche, die sehr häufig was passiert sind. Auch hier sehe ich schon, wo die Maus herumfährt. Ja.
Und wenn ich hier wieder auf diesen Bereich klicke, wo es sehr, sehr häufig klickt, der User versucht, irgendwo den Preis anzuklicken. Ich sehe im Abgleich jetzt da mit der vorigen Session, hier ist wirklich ein Preis eingegeben. Bin ich in der Gallery View, wird ihm auch der korrekte Preis in Zoller angegeben. Das heißt, da dürfte es irgendwo ein Problem geben mit der App, mit der Localization-Angabe. Hier gibt es überhaupt kein Bild, das ist auch ein Punkt. Und wir sehen auch, was er für Suchen ausführt und so weiter und so fort. Nebenher gibt es auch noch Heatmaps, die mir anzeigen, zum Beispiel, wo klicken die User sehr häufig, wo klicken sie zum Beispiel gar nicht und so weiter und so fort. Aber springen wir mal ganz kurz, wie man sowas in eine App zum Beispiel implementieren könnte. Tracking Tools verwenden die alle drei genannten Beispiele, also Microsoft Clarity, Google Analytics und auch Matomo verwenden eigentlich denselben Zugang wie der Code bzw. wie solche Tracking-Daten abgefangen werden. Es gibt immer in diesem Fall ein Setup-Bereich, Installation Method, und unter Installation Method habe ich hier die Möglichkeit, mir den Tracking-Code geben zu lassen. Und wenn wir uns diesen etwas genauer ansehen, dann sehen wir sofort, wo unser Problem jetzt liegen würde, damit ich dieses ganz einfach in unsere Canvas-App hineinbekomme. Nämlich dieser Tracking-Code, der hier zu sehen ist, ist ein kleines HTML-JavaScript-Snippet, ja, das, wie hier auch in der Anleitung steht, in den Header des HTML-Codes der Seite der Webtechnologie hinein muss. Ja. Und wie wir wahrscheinlich wissen, oder beziehungsweise die auch nicht wissen, es gibt out of the box von in Canvas-Apps keine Möglichkeit, sich in den HTML-Code der Canvas-App hineinzuhängen. Es gibt zwar HTML-Tags oder Komponenten, diese laufen aber innerhalb der eigenen Sandbox von Microsoft und ich hätte hier keine Möglichkeit, mich direkt in den HTML-Header der App des Aufrufes hineinzuhängen. Das heißt, wir brauchen eine Technologie, die das kann, ja, die es mir ermöglicht, diesen Code mit diesem Project-ID, ja, in unsere App hineinzubekommen und zwar nicht irgendwo in dem ganzen Element, sondern natürlich in den Header. Da springe ich jetzt wieder zurück in unsere Folie. Genau ein solches Tool, Technologie, die uns da helfen könnte, wäre eben das Power Apps Component Framework. Das ist ein nützliches Framework, das uns ermöglicht, individuellen Code und individuellen oder konventionellen Code in unsere Apps zu implementieren. Power Apps Component Framework, auch genannt PCFs, hört man immer häufiger, ermöglichen es sozusagen den Low-Code, No-Code-Ansatz von Model-Driven und Canvas-Apps und klassischen Code zu erweitern und zu steigern. Damit die Möglichkeit sozusagen erweitert von Power-Apps an sich. Auch das, die Frage, weil ich es gerade sehe im Chat, kann man es in der Model-Driven-Apps verwenden? Ja, auch in Model-Driven-Apps ist es möglich. Nur kleine Änderungen, weil Model-Driven-Apps etwas anders funktionieren, aber grundsätzlich ist die gleiche Methode auch für Model-Driven-Apps verwendbar. Der Einsatz von PCF eben, wie gesagt, ermöglicht es uns, verschiedene Manipulationen der Apps, dieser Apps durchzuführen. Das heißt, Manipulationen, was meine ich damit? Man kann natürlich zum Beispiel einen numerischen Wert, der von 0 bis 10 geht, in einen Slider verwandeln. Man kann, wie man es hier auch in unserem GIF sieht, irgendwelche netten Wetter-Widgets entwerfen. Man kann auf der anderen Seite natürlich irgendwelche Charts entwerfen, die eben nicht nur für den Widescreen-Device-Ansicht implementiert sind, sondern gleichzeitig auch
sobald der User mit einem Mobile Device daherkommt, das entsprechend angepasst dargestellt werden. Aber ein weiterer Ansatz von Model-Driven Apps ist nicht nur die Manipulation der Ansichten, sondern ich glaube, wenn Diana vorher zugehört hat, hat man das sehr gut gesehen, man kann auch andere Services einbinden. Ja? Weil Model-Driven Apps haben die Möglichkeit, eben über Code ganz einfach sowas wie Azure Services oder Azure Data Services zu implementieren. Natürlich immer mit dem Ansatz konventionellen Codings. Das heißt, ich brauche einen Full-Fledged-Entwickler, jemand, der mit Code in dieser Form umgehen kann, aber ich erweitere damit die Use Cases über die herkömmlichen Konnektoren und auch Custom-Konnektoren hinaus. Und wie man schon ein bisschen heraushören kann, bin ich recht begeistert von dieser Technologie, weil es sehr viel verbindet, was wir meiner Meinung nach beim Citizen Developer-Ansatz der Power Plattform oft vermissen, ist nämlich gewisse Use Cases hinaus unsere Apps weiterzuentwickeln und auch userfreundlicher zu gestalten, zum Beispiel. Ja, und damit bin ich eigentlich einmal so mit diesem Präsentationsteil durch und wir werden uns ganz kurz jetzt anschauen, wie ich genau so eine Code-Komponente verwende, damit eben solche Recordings zusammenkommen und ich solche Recordings in meinem Clarity dann bekomme, wenn ich meine App entsprechend ergänze um eine solche Code-Komponente. Starten möchte ich das Ganze im Terminal. Hier gehe ich gleich in ein entsprechendes Verzeichnis, das ich vorbereitet habe und erzeuge einfach einen neuen Ordner und springe dort natürlich hinein. Und ich führe jetzt da auch wirklich den ersten Befehl aus, den ich noch nicht erklären werde, aus taktischen Gründen sozusagen, aber den wir noch erklärt bekommen, keine Sorge, weil ich möchte einen Befehl vorher ausführen, nämlich unsere Projekt-Dependencies zu installieren. Das dauert immer mal ein paar Sekunden, ist jetzt nicht so spannend zum Zuschauen. Den führe ich jetzt einfach aus und dann schauen wir uns einfach gemeinsam den Teil des Codes an oder des Befehls, den ich hier ausgeführt habe. Kirin euch noch auch mal, über was ich jetzt spreche. Also diese Zeile hier, das ist ein Power Platform CLI-Aufruf. Ganz vorne sieht man es mit BAC, der den Befehlsbereich PCF anspricht. Also Power Platform Component Framework und ein neues Projekt initialisiert. Also dieses Init steht für das Initialisieren eines neuen Projektes mit einem Namespace, mit einem Namen an sich und ein Template, das ihr vielleicht auch gesehen habt, die es da gibt. Von der Diana ihrem Vortrag. Also wir hätten da das Template der Fields, wir haben das Templates der Datasets, aber da wir jetzt da in einer Power Platform Canvas App drinnen sind, verwenden wir einfach das Template der Fields. Gut, in der Zwischenzeit sollte auch schon unsere Dependency-Installation abgehandelt worden sein. Auch hier sehen wir schon sehr gut. Ist durchgelaufen und jetzt starte ich Visual Studio Code. Und wir sehen recht flott und sehr schnell, wie ein solches Power Platform Component Framework aussieht, beziehungsweise was mit so einem Projekt alles mitkommt. Wie Diana auch schon erwähnt hat, ein solche Component besteht immer aus drei großen Elementbereichen. Auf der einen Seite das Manifest. Wir werden es hier nochmal sehen. Hier ist das Manifest drinnen. Ja, das ist ein XML-File. Wir haben dann die Component-Implementierung an sich. Die funktioniert über Code. In unserem Fall über ein Index-TypeScript-File. Und die verschiedenen Ressourcen. Die können auch unser Index-File ist hier jetzt da eine Ressource. Aber das können ganz andere Ressourcen sein, wie zum Beispiel
Bilder, wie zum Beispiel andere Datensätze, Übersetzungen und so weiter und so fort. Gut, dann schauen wir uns als erstes einmal die erste Datei an, die wir uns heute ein bisschen genauer ansehen wollen, nämlich das Manifest-File. Ich gehe da nicht genauer drauf ein, sondern mache sozusagen einen kleinen Trick bzw. Cheat sozusagen und nehme mir alles, was hier zwischen unserem Control-Tag steht und ersetze es durch meinen eigenen Code und rücke das dann noch sauber für euch ein, dass ihr das seht. Und hier, ganz kurz erklärt, haben wir verschiedene Elemente, die in so einem XML drinnen sind. Wir haben auf der einen Seite natürlich unser Control, das ist dann mit dem Namespace versehen, die Version, die ich entsprechend verändern kann, sollte ich diese Code-Komponente in einer nächsten Version haben und so weiter und so fort. Was aber sehr, sehr interessant ist, meiner Meinung nach, wir haben hier der Tag der Property und da kann ich die Möglichkeit mitgeben, zum Beispiel Properties, die der User bzw. der Entwickler der App manipulieren kann. Das heißt, wir werden dann später sehen, wenn ich die Komponente einbinde, wie auch andere Properties, die ihr von Elementen, von Buttons, wie auch immer, in eurer Canvas-App verändern könnt. So hat auch diese verschiedene Properties und ihr könnt natürlich auch eigene Properties bestimmen, die der User befüllen oder individualisieren kann. Wir haben in unserem Fall jetzt keine External Services, die wir anbinden. Wir gehen zwar zu einem External Service oder beziehungsweise binden ihn an, aber nur in einem Weg. Das heißt, wir senden Daten an diesen, daher brauche ich mir keine Daten von anderen Services hereinholen in meine Applikation oder in meine Code-Komponente. Und wie angesprochen, wir haben jetzt eine Ressource, nämlich den Code, der mit dem klingenden Namen Index-TypeScript-File an erster Stelle steht. Dann haben wir als nächstes schon sozusagen unser Index-File. Auch das hier im Template sehr umfangreich. Nicht schrecken, wir nutzen nur sehr wenig heute. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ein paar Elemente darin vorstellen, die wichtig sind, die man vielleicht ein tieferes Verständnis für Code-Komponenten zu erhalten, etwas zu erklären. Wir haben in so einem TypeScript-File vier verschiedene Methoden, mit denen ich arbeiten kann. Wir haben hier auf der einen Seite die Methode init. In dieser Methode, diese Methode wird gestartet, wenn die Komponenteninstanz, also die Komponente in der App, initialisiert wird. Das kann natürlich für verschiedene Anwendungsfälle genutzt werden, zum Beispiel eben, sobald die Komponente initialisiert wird in meiner App, rufe ich Daten von einem externen Service auf oder auch ich führe irgendwas in meiner App bei der Initialisierung der App aus, sodass eben zum Beispiel an ein Tracking-Tool die Verbindung hergestellt wird. Wir haben dann natürlich eine zweite Methode, die UpdateView heißt. Diese Methode wird aufgerufen, wenn sich ein Property-Back in der App verändert. Was ist ein Property-Back? Das ist ziemlich viel in einer App. Also klassisches Property-Back-Veränderung wäre, ihr wechselt auf einen anderen Screen in der Canvas-App oder der User drückt irgendeinen Button. Und jedes Mal, wenn sowas ist und ihr das abfangt in eurer Methode, dann könntet ihr darauf reagieren. Klassischer Fall, der User drückt einen Button und danach muss irgendein Code ausgeführt werden. Dann würde ich mich hier hineinhängen und sagen, ja, wenn der User Button X drückt, dann passiert B in meiner App oder es werden Daten geladen oder wie auch immer. Als nächstes die Methode getOutputs. Nochmal. So, etwas durcheinander gekommen, ein Snippet.
hier die Methode getOutput. Diese wird aufgerufen, bevor die Komponente Daten erhält. Hier können wir natürlich Variablen beschreiben, Variablen manipulieren, verändern, diese Variablen an andere Stellen in meinem Code weitergeben und so gewisse Dinge ausführen in meiner Code Component. Und als letztes, aber auch nicht unwichtig, haben wir noch die Methode public destroy. Und diese Methode wird aufgerufen, sobald die Komponente aus dem DOM-Tree, also aus dem HTML-DOM-Tree der App, entfernt wird. Klassische Cleanup-Methode, um zum Beispiel Speicher vielleicht freizugeben, die meine Code-Komponente während der Laufzeit belegt, oder um zum Beispiel ungewollte Nebeneffekte, die durch meine Code-Komponente, wenn sie noch laufen würde, passieren, zu vermeiden. Ja? Gut, dann haben wir hier einfach mal die wichtigsten Elemente und ich zeige euch, wie man die meinen Code sozusagen führt in das Ganze und daraus ein kleines Tracking-Tool bzw. Code-Komponente fürs Tracking verwendet. Ganz oben füge ich hier nur ein neues Element an mit HTML-Div-Element und in meiner Init-Methode, die jetzt noch leer ist, führe ich einen Codebereich ein. Mache ich euch noch hübsch, der gewisse Dinge ausführt. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, was da passiert. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Frage, wohin muss mein Code in meinem HTML-Tree in der gesamten App? Das ist hier zum Beispiel der Aufruf, dass ich sage, okay, wo möchte ich eigentlich hin? In dem Fall bitte in den Header, in das Tag, in unserem HTML-Tree, DOM-Tree mit dem Namen Head. Dann soll darin ein Script-Element erzeugt werden. In diesem Script-Element kommt was hinein, das können wir uns genauer an, und dann wird das Ganze zusammengebaut. Zusätzlich zu unserer Implementierung in den Header habe ich hier noch eine kleine Variante, dass ich sage, ich habe ein kleines Text-Element, ein Div, wo ich irgendeinen Text zur Verfügung stelle, damit der User in dem Fall weiß, wenn dieses Element implementiert ist, dann wird meine Session aufgezeichnet und ist sozusagen der Hinweis für den User, dass er wirklich sieht in der App, dass wir die Session aufzeichnen und das Ganze getrackt wird. Gut, aber schauen wir uns einmal, was hier in diesem Inner HTML passiert. Ja. So, nehme ich, und wenn ihr hier mal ein gutes Gedächtnis habt, werdet ihr erkennen, dass das eigentlich nichts anderes ist als der übersetzte Code, den ich zuvor in unserer Clarity-Übersicht bzw. Clipboard gehabt habe. Nämlich ab hier beginnen, weil wir das Script-Element standardmäßig so erstellen, dass wir das einfach an den Header anhängen. Aber da gibt es einen Input natürlich und diesen Input sehen wir genau gleich, wie es auch vorher zu sehen war auf Clarity in unser Element hinein. Ein kleiner Hinweis hier auch nochmal. Hier sehen wir die Project-ID. Diese Project-ID könnte ich natürlich durch den User-Parameter, den ich vorne bestimme oder der User dann sogar bestimmen kann, wenn er oder der Citizen Developer, der es bestimmen kann in der App, ersetzen. Ja. Aus Demo-Zwecken bzw. der Einfachkeit halber lasse ich es heute, dass wir darauf genauer eingehen, aber auch das wäre möglich, dass ich diese Properties, die ich vorher gesetzt habe, wiederverwende. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Viel mehr brauche ich nicht anpassen. Könnten natürlich irgendwie Kommentare rauslöschen. Das sparen wir uns jetzt da auch der Zeitgründen nach. Und können schon anfangen, unsere
Komponente zu bilden. Und zwar fange ich mal an mit NVM Run Build. Und ihr seht schon, wenn alles gut gelaufen ist, initialisiert er alles und fügt alles zusammen, also unsere gesamten TypeScript-Entwicklung hier, und startet sozusagen den Build, der auch erfolgreich durchgelaufen ist. Und nachdem wir jetzt einen erfolgreichen Lauf gehabt haben, mache ich einen NVM Start Watch. Und das Klasse, was ihr jetzt sehen werdet, irgendwo wird mein Browser aufgehen. Ja, auf einem anderen Bildschirm, nämlich hier, dass hier eine kleine Demo-Session gestartet worden ist, die mir mein kleines Code-Element zeigt, ja, und dass mir verschiedenes angezeigt werden kann, ja, und auch ich sehe sofort, welche Dateneingaben ermöglicht sind. Hier haben wir einen Type Single Line of Text, unsere Your Clarity Project ID, wo ich den Wert dann eintippen könnte und den auch weiterreichen könnte an meine Komponente selber. Das heißt, in so Code-Komponenten beziehungsweise in die entsprechende Entwicklung ist es möglich, dass man seine Testumgebung starten, indem ich schon sehen kann, wie das Ganze dann später vielleicht im Tablet-Modus, im Standard-Widescreen-Modus aussehen kann. Aber auch Telefonnummer ist echt nicht so gut übersetzt, aber Telefonnummer meint natürlich Mobile Device entsprechend dargestellt wird. Das heißt, der Entwickler kann hier schon, bevor er überhaupt die Komponente in die App hineinbringt, recht viel anpassen, recht viel probieren und schon testen. Ein weiteres coole, coole Eigenschaft von unserer Testumgebung ist, wir haben ja unseren Code und wir haben den eingefügt. Wir können jetzt auch schon probieren und nachsehen, ob der sozusagen an Microsoft Clarity bereits Daten sendet, indem ich jetzt einfach auf Inspect gehe und wir auf unseren Netzwerk-Tab wechseln. So. Und wenn es erfolgreich ist, so, sollte, und in dem Moment, wie auf Befehl, taucht er auf, sehen wir sofort, haben wir einen Aufruf Richtung Microsoft Clarity mit dem Namen Collect, der eben an entsprechend Microsoft Clarity mit den Code-Implementierungen, also mit der Project-ID, Daten sendet und auch schon diese Test-Session aufzeichnet. Gut, dann haben wir, sind wir von der Zeit her ganz gut unterwegs. Dann können wir jetzt da sagen, passt unsere Komponente, ich bin zufrieden, ich möchte sie jetzt in meiner App verwenden. Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg haben, wie ich meine Komponente in eine Solution jetzt verpacke. Solution ist ein Prinzip, glaube ich, das sehr vielen ein Begriff ist, wenn man mit der Power-Plattform arbeitet. Und Power-Plattform Component oder Code Component werden immer in Solutions hineingepackt. Diana hat es auch schon nochmal ganz kurz hergezeigt heute. Aber wir werden uns jetzt gemeinsam anschauen, wie ich das Ganze mache. In meinem Verzeichnis, auch hier wieder, lege ich einfach einen neuen Ordner an und springe auch gleich hinein. So, das hätte ich auch hier machen können. So. Und in unserem Ordner wollen wir einen neuen Power Platform CLI-Aufruf durchführen, der aber jetzt im Bereich Solutions ist. So, hier auch nochmal ganz kurz, dass wir alles sehen, was hier ausgeführt wird. Also PHC Solution Init. Mit meinem Publisher-Name, beziehungsweise auch mit Twitter-Handle. Und einen Publisher-Präfix natürlich, was eine Solution braucht. Und dann führe ich das aus und schon wird eine neue Solution in meinem Verzeichnis initialisiert. Und wenn das erfolgreich passiert ist, kann ich hier auch sagen, ich referenziere natürlich meinen Code, meine Code-Komponente, dafür auch wieder dieser Solution-Befehl
Add Reference zu meiner jetzig erzeugten Solution. Das sollte erfolgreich sein. Und nachdem das alles so erfolgreich von meiner Konsole quittiert worden ist, mache ich einfach nur ein .NET Build. Das sollte ganz kurz nur dauern. Aber währenddessen das Ganze gebildet wird im Hintergrund, muss ich meine Power Platform Component Framework für Canvas Apps noch aktivieren. Dafür ganz kurz springe ich wieder ab und springe jetzt wirklich in unser Maker Oberfläche der Power Platform ab und gehe in das Admin Center. Denn für jede Environment, wo ihr Code-Komponenten verwenden wollt, für Canvas-Apps, Model-Driven-Apps ist es standardmäßig schon aktiviert sozusagen oder möglich. Ja. Für Canvas-Apps muss man es immer separat aktivieren. Kann ich hergehen, mein entsprechendes Environment auswählen, auf die Settings gehen, auf Product und unter Features findet ihr natürlich die verschiedenen Features, die schon aktiviert worden sind für dieses Environment. Wir werden sehen, hier unten gibt es diesen Bereich, der sagt Power Apps Component Framework für Canvas Apps. Ob ich diesen aktiviert habe oder auch nicht, in meinem Fall, weil ich getestet habe im Vorfeld, klarerweise ist er jetzt schon aktiviert. Sollte das nicht der Fall sein bei euch, einfach hierher gehen und das auf On stellen. Erst dann ist es möglich, auch in den Canvas-Apps das zu verwenden. Und weil heute vom Creators Kit auch mal die Sprache schon war, auch das Creators Kit braucht genau diese Einstellung. Ja gut, dann haben wir eigentlich die Vorbereitungen getroffen. Ich war auch langsam heute beim Erklären. Das heißt, mein Bild ist auch schon durchgerannt. Und wir werden uns kurz anschauen. Nämlich hier, das Backing hat funktioniert. Das heißt, hier wurde ein neues File erzeugt, ein ZIP-File, das wir dann gleich in unserem Verzeichnis sehen werden. Gut, dann schauen wir auch wirklich gleich in dieses Verzeichnis hinein. So. In unserem Verzeichnis sehen wir, wie es auch bei anderen Solutions der Fall ist, ein ZIP-File mit dem klingenden Namen Powerton Deutschland oder DE22 Solutions. Und in dieser verpackten Solution finden sich natürlich alle Daten aus unserer Code-Komponente, die wir dort hineingepackt haben und eben referenziert haben im Vorfeld. Jetzt kann ich hergehen und mir in meiner Power Apps Solutions Übersicht hier wieder zurückgehe und auf Solutions Wechsel habe ich hier die Möglichkeit natürlich zu sagen, ich möchte eine neue Solution importieren. Gehe herein, natürlich wo mein Verzeichnis war und wähle meine ZIP-File aus. Sag nichts anderes als Next. Das kennt, glaube ich, jeder, der schon einmal eine Solution importiert hat. Wir haben hier einen Unmanaged-Type. Natürlich könnte ich eine Managed-Solution draus machen mit der Power Platform CLI. Wir sehen den Publisher, wir sehen die Version und so weiter und so fort. Und dann sage ich Import. Die Version, die ihr gerade gesehen habt, das ist die Version 1. Das ist nicht die Version, die wir in der Code-Komponente gehabt haben. Aus dem einfachen Grund, weil ja da hier die Version der Solution angezeigt wird. Dem der Code-Komponente wäre dann in unserer Solution, wenn wir uns anschauen, wo die verpackt ist, dort zu sehen. Ja gut, das sollte eigentlich gleich mal durch sein. Ist ja nur eine kleine Solution, die wir hier hineinpacken. Währenddessen kann ich schon meine App vorbereiten. Die mal im Edit-Modus öffnen.
Und wir sehen hier die gleiche App, die wir auch schon bei unseren, ja, bei der Demo der Clarity-Applikation beziehungsweise Technologie gesehen haben, ohne unseren Code-Snippet. Und wenn hier der Import erfolgreich ist, jetzt in dem Fall ist er erfolgreich, können wir hier sagen, über Insert, Custom, Import Component, haben wir hier diesen Reiter, also in diesem Flyout, die Canvas Components, die zur Verfügung stehen würden, aber auch unsere Code Components, die werden hierher geladen natürlich. Und wir sehen hier den Powerton.de 2022 Demo Component, die zur Verfügung steht. Ich sage Import. Jetzt erwarten sich immer alle, dass die gleich auftaucht. Dem ist nicht so. Man muss noch einmal eine Kleinigkeit hinzufügen, weil wir sie natürlich noch nicht in unserer Tree oder in unseren verschiedenen Views drinnen haben, sondern wir müssen natürlich sagen, hier auf Insert, gehen auf Code Components und da ist sie jetzt vorhanden. Kann ich sie auf einem beliebigen Screen einfügen. Hier einfach an den Platz bringen, wie ich das möchte. Ich könnte hier jetzt noch den Tooltip verändern, ich könnte den Display-Mode natürlich verändern und so weiter und so fort, die Size, ist es visible, ist es nicht, ja. Aber auch, ihr seht hier jetzt die Property, die ich in unserem Manifest ganz am Anfang eingefügt habe, Your Clarity Project ID, das heißt, hier könnte jetzt der Entwickler entweder eine Variable angeben oder sonst was und diese Werte dann einfach mitgeben. In unserem Fall ist das jetzt nicht notwendig, weil ich den einfach direkt hardcoded in unserem Beispiel drinnen habe. Und dann kann ich das Ganze speichern und publishen natürlich und es steht schon zur Verfügung. Auch hier, ich bin jetzt zwar noch im Edit-Mode, aber zur Zeit wegen spare ich mir jetzt das Starten der App. Kann ich schon auf Inspect gehen und auch wieder hier in unseren Reiter des Netzwerks. Und wir werden sofort sehen, da passieren Aufrufe mit dem Namen Collect Richtung Microsoft Clarity. Wenn ich mir den genauer wieder anschaue, sehe ich, da passiert was. Da passiert Daten oder werden Daten Richtung Microsoft Clarity gesendet. Ja, damit ist die Demo eigentlich soweit durch. Was haben wir jetzt eigentlich gesehen? Was haben wir uns angesehen sozusagen in der Session jetzt da? Wir haben uns angesehen, wie man seine BCF erstellt, ja? Was der Use Case im Vorfeld war, dass wir genau wissen wollen, was in unserer App passiert, dass wir dieses Verhalten der User tracken wollen, aber wie einfach es ist, einfach aus einem Code-Snippet, das ich benötige, in meinem HTML-Header eine BCF-Komponente bastel und die dann in meine App implementieren kann. Gut, dann haben wir eigentlich die Möglichkeit, dass ich euch, wenn ihr Fragen habt, zusätzliche, die ihr jetzt gerne stellen könnt. Und nichtsdestotrotz habe ich auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet, nämlich einen Ausblick und Disclaimer. Für mich immer wichtig als Disclaimer, wenn wir mit Tracking Tools arbeiten, seid, wenn ihr das in Einsatz bringt, solche Technologien, sei es irgendwas, sei es Microsoft Clarity oder Google Analytics, seid transparent. Das heißt, informiert eure User, dass das, wenn die App benutzt wird, verwendet wird, sprecht es gegebenenfalls ab, verwendet es idealerweise, so wie ich es auch immer verwende, erst in dem, oder nicht erst, sondern in dem Stadium, wo die App getestet wird, ja, wo ich eine überschaubare Usergruppe habe, wo ich sagen kann, ja, ich habe 20 User, aber ich möchte das da tracken. Diese User kann ich ja informieren und diese User kann ich auch abholen, weil ich dann demonstrieren kann, was wird alles getrackt und wie schaut das dann aus. Ein Ausblick auch, meiner Meinung nach, den man mit Code-Komponenten tätigen sollte, ist natürlich Code-Komponenten und ILM ist ein super starkes Team. Ihr habt es gesehen, meine Code-Komponente ist in eine Solution hineingepackt worden und die Bestrebungen von der Microsoft bei ILM und der Power-Plattform gehen ja immer stärker auch Richtung Source-Control. Auch das ist super und spannend möglich, weil er wirklich Code ist und der sich natürlich super in ein Source-Control-System einchecken lässt. Eine Anwendungsfall, den
der auch sehr, sehr interessant ist, ist natürlich Code-Komponenten, können bestehende Entwicklungen implementieren. Denkt man daran, dass man irgendwas schon in Unternehmen hat, das mit Unternehmensdaten irgendwas anstellt und irgendwas manipuliert oder bearbeitet, dann könnte ich Code-Komponenten schreiben, die darauf aufbauen und dass diese Entwicklungen nicht obsolet machen, sondern eigentlich weiterverwenden. Und ein wesentlicher Punkt, und das ist auch bei Diana ganz gut rausgekommen, wie sie über diese kleinteiligen Code-Komponenten gesprochen hat, Code-Komponenten sind wiederverwendbar. Das heißt, ich baue meine Code-Komponenten so, dass ich sie kleinteilig halte, dass ich in verschiedenen Apps entscheiden kann, verwende ich sie oder verwende ich sie nicht zum Beispiel, oder dass sie aufeinander aufbauen. Und ein wesentlicher Punkt, ich glaube auch, man hat es hier schon gesehen, ich könnte dieselbe Code-Komponente, die ich heute erstellt habe, in jeder App auf meinem Environment jetzt implementieren und in dasselbe Projekt hineinspielen. Aber auch, ich könnte das so gestalten, dass der User eben die eigene Project-ID angibt und so mit einer Code-Komponente ganz viele verschiedene Microsoft Clarity-Projekte bedient. Ja, 3 Minuten vor der Zeit, ideal, dass ihr vielleicht noch, bevor ihr in die nächste Session hupft, einen Kaffee holt, auf die Toilette springt, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, ihr werdet noch die Folien erhalten von mir, und ich poste auch noch mal was ganz kurz in den Chat hinein, und herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr findet dann alle Daten auch in dem Chat, beziehungsweise ihr bekommt die Folien, wenn ihr meine Präsentation über den aufruft. Jawohl, vielen herzlichen Dank. Lass gerne die Links nochmal. Sehr gerne. Grazfuchs.net habe ich auch gerade geschaut. Genau, also da kann man das alles nochmal nachschauen. Kann man das auch subscriben bei dir auf dem Blog? Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Subscribe-Funktion habe ich noch keine. Okay. Aber guter Punkt, danke Ludwig. Okay. Ich verbessere ihn immer weiter, und das wäre etwas, was ja zu verbessern wäre. Genau. Ansonsten habe ich jetzt keine Fragen gesehen. Eine Anmerkung vom Jonas: Er wird versuchen, ob er es mit Finance und Operations zum Laufen bekommt. Spannender Anwendungsfall. Ja. Also wie gesagt, auch in Canvas, also in Model-Driven Apps, was ja wir mit den MX365 vorhaben, vor uns haben, ist der Einsatz eigentlich noch problemlos möglich.